Jo, jo, jo und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, meine Lieben. Wir schauen uns heute live an das Video an. 36 Minecraft-Fakten, die dich schockieren, vom Bobby und Max. Ich bin gespannt wie ein Gummiringerl. Ich hätte gesagt, wir schnacken nicht lange. Noch ein kleines Schlückchen aus dem Kaffee. Aus dem Kaffee, aus der Tasse natürlich. Kaffee-Chi. Und lasset die Spiele beginnen. Hopp, hopp. Und rein da. Hier sind 36 Minecraft-Fakten, die dich schockieren werden. Ach ja, und wir stehen ganz kurz vor den 50.000 Abonnenten. Schaffen wir es, diese unglaubliche Zahl mit diesem Video zu durchbrechen? Dann lasst jetzt alle ein Like da und abonniert den Channel. Nummer 1. Wusstest du, dass die Sonne und der Mond eigentlich immer rund kreisen? Sie drehen sich genau wie bei uns um die Erde. Aber die Farbe des Himmels ist eigentlich nicht an sie gebunden. Wenn man also nachts den Mond anschaut und im Himmel nach unten schaut, sieht man dort im Dunkeln die Sonne leuchten. Okay, müssen wir mal schauen. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Sie drehen sich halt wunderbar. Sie drehen sich und drehen sich. Der Nacht scheint doch normalerweise keine Sonne. Nummer 2. Schau dir dieses Buch an. Ja, das liegende Buch gibt es wirklich... Also das schaut aus meiner Meinung wie ein Villager, der was im Holz da eingraben ist. Ich im normalen Spiel... Warten wir mal ab, schauen wir mal, was er sagt. Ohne Mods. Seit der 1.20 gibt es Rüstungsvorlagen, die, wenn man sie mit einem rot gefärbten Lederhelm und einem Eisenbarren kombiniert, einen Helm ergeben, der auf der Oberseite wie ein Buch aussieht. Wenn wir ihn dann auf einen Rüstungsständer setzen und einen Block drunter legen, sieht er aus wie ein Buch und hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Buch, das der Bibliothekar als Kopf... Habe ich euch gerade gesagt, schon aus für Villager. Geil. Geil, geil, geil. Bedeckung trägt. Nummer 3. Wir können unsere Lederrüstungen mit Farbstoffen färben. Aber es gibt nicht nur die 16 Farbstoffe und Farben. Mit ihnen haben wir nämlich die Möglichkeit, 16 bis 17 Millionen verschiedene Farben zu erhalten. Das mixt. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, die verschiedenen Farbstoffe zu kombinieren, um einen anderen Farbton zu erhalten. Ja. Wusstet ihr, dass das überhaupt möglich ist? Nummer 4. Fackeln und Hebel sind nicht... Das habe ich gewusst, auf alle Fälle. Dass man da alles zusammenmixen kann. Das haben wir schon auf Griefer Games gemacht. Das ist lustig. Weiter. Weiter geht's, weiter geht's. Fakten, Fakten, Fakten. Wir brauchen Fakten, dass wir mehr über Minecraft lernen. Was Besonderes? Oh doch, denn es gibt etwas an ihnen, das du bestimmt noch nicht wusstest. Hast du sie dir mal genauer angesehen? Wenn wir die beiden in unserem Inventar haben oder in der Hand halten, haben sie die gleiche Form und Textur. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Spitze, die bei der Fackel gelb-orange und bei dem Hebel grau ist. Nummer 5. Noch etwas, das du übersehen hast. Seelaternen haben tatsächlich bewegliche Lichtkreise an ihren Außenseiten. Oh, das Schau wusste mal auch. Genauer hin. Siehst du die gelbe wirbelnde Animation? Der Grund, warum wir das noch nicht bemerkt haben, ist wahrscheinlich, dass diese Animation auf den Blöcken der weißen Laterne schwer zu sehen. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon Minecraft-Profis, Leute. Ich sag's euch. Sagt's mir gerne auf jeden Fall, was ihr gewusst habt. Schreibt's mir liebend gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, was ihr gewusst habt, was ihr noch nicht gewusst habt. Dabei haben wir schon einiges gewusst. Nummer 6. Auch die Blumen haben etwas Erstaunliches an sich. Sie verbergen ein kleines Geheimnis. Sie wachsen in einem speziellen Muster, das mit der Perlin-Noise-Funktion erzeugt wird. Diese Funktion wird jedoch nicht nur auf Blumen angewendet, sondern auf die gesamte Oberfläche und der Welt in Minecraft. Es handelt sich dabei um eine Art Rauschfunktion, die das Spiel verwendet, um die Anordnung der Blumen zu bestimmen. Nummer 7. Der nächste Fakt wird dich ganz bestimmt überraschen. Denn wusstest du, dass die Prismarinblöcke in Minecraft auch eine Animation haben? Diese Blöcke ändern mit der Zeit ihre Farbe. Warum dir das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist? Weil die Animation der Blöcke etwa 4 Minuten andauert. Oh ja, und sie das haben wir schon mal mitbekommen. Das haben wir schon mal mitbekommen, das stimmt. Wusste ich? Weiter geht's. Zeit von einem Türkiston zum anderen wechseln. Nummer 8. Ein cooler Trick, den wir mit Feuerbällen anwenden können, wenn Gasts in unsere Richtung schießen, ist, sie in eine andere Richtung zu lenken. Wir können sie mit Schneebällen treffen und ihre Flugbahn ändern, damit sie sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Auf diese Weise können wir uns nicht nur verteidigen, sondern auch unsere Freunde angreifen. Schieß einfach die Schneebälle auf die Feuerbälle und beweg deine Maus in die Richtung, in die die Feuerbälle fliegen sollen. Nummer 9. Mit einem Dreizack, der mit Sog verzaubert ist, können wir uns torpedoartig in die Luft schießen. Das funktioniert allerdings nur im Wasser. Aber hast du dich jemals gefragt, warum du manchmal hoch in die Luft fliegst und manchmal eben nicht? Das liegt daran, dass es darauf ankommt, wie tief wir am Wasser sind. Das Wasser bremst uns nämlich enorm, wenn wir nach oben fliegen. Wenn wir aber nur mit den Füßen einen Block tief im Wasser sind, dann hat die Sogverzauberung des Dreizacks die größte Wirkung und kann uns am weitesten nach oben schießen. Wow!
Ja, das habe ich auch schon gewusst. Wegen Wasser wirst du auf jeden Fall gestoppt, das haben wir auch schon gewusst. Aber auf jeden Fall nochmal interessant für Oh, alle Nummer zum 10. Wissen. Die Dorfbewohner sind wirklich fleißig, denn sie tun alles, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, auch wenn dieser Dutzende von Blöcken entfernt ist. Das Ein lässt sich mit Labyrinth. diesem Labyrinth hier leicht testen. Selbst wenn der Dorfbewohner seinen Arbeitsblock nicht sehen kann, wird er durch das Labyrinth wandern, bis er dorthin kommt. Ziemlich cool, oder? Nummer 11. Oh, sieht das Diamantenschwert nicht einfach wunderschön aus? Aber es verbirgt ein Geheimnis. Wusstest du, dass es genau wie ein Eisenschwert aussieht, wenn du den Kontrast auf 0 stellst? Ey, was ist hier passiert? Ich will mein Diaschwert zurück. Nummer 12. Schildkröteneier sind nicht besonders widerstandsfähig. Das wissen wir alle. Aber wusstest du, dass sie von Bienen zerstört werden können? Das ist... Nein, oder? Nein, von Bienen. Was wollen sie machen? Wollen sie das anknabbern oder was? Oder bestäuben? Eine Bienenschildkröte. Na, Gratulation, Alter. Wirklich erstaunlich, denn Bienen fliegen und die Eier liegen auf dem Boden. Aber es ist doch irgendwie möglich. Das gilt übrigens nicht nur für die Bienen, sondern auch für andere fliegende Tiere wie die Hilfsgeister, Okay. Phantome und Gasts. Alle diese Mobs können die Schildkröteneier zerstören, wenn sie ihnen nur zu nahe kommen. Nummer 13. Piglins lieben Gold und grunzen, sobald sie es sehen, bis sie es eingesammelt haben. Da haben wir schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Alles dran dacht, Goldhelm, alles mega leiwand. Ja, und dann baue ich ein Stück Gold an. Bumm, Hardcore-Welt vorbei. Haben. Wenn wir also das Eieieiei. Gold oder den verzauberten Goldäpfel so hinlegen, dass sie es sehen oder nicht erreichen können, machen sie ein permanentes, grunzendes Piglin-Geräusch. Um Spieler ab zum Fucken, richtig geil. Dieses Bett hier sieht normal aus, ist aber in Wirklichkeit eine tödliche Falle. Wie wir das von außen sehen können? Gar nicht. Oder nur sehr schwer. Aber bei genauerem Hinsehen sieht man, dass sich Das unter sind... dem Bett ein Gerüst befindet. Ja. Warum ist das wichtig? Nun, das Spiel erkennt nicht, dass sich auf dem Gerüst ein Bett befindet. Und sobald jemand stirbt, wird er nicht in sein Bett zurückteleportiert, sondern Nein! an den Startpunkt ganz am Anfang des Spiels. Nein! Alter, damit kann man Pranks des Jahrhunderts machen. Ich glaube, ich nehme ein fettes Prank-Video auf. Einmal keine Reaction, so ein Prank-Video. Alter. So kann man seinen Freunden einen ziemlich fiesen Streich Ja. spielen. Denn meistens ist der Startpunkt in der Welt tausende Blöcken von der Basis entfernt. Nummer 15. Tintenfische sind sehr... Ja, aber ich sage ganz offen ehrlich, um einen Prank zu machen bei einem Freund, kann man ja eigentlich auf ganz gemütlich... Wenn der Richtung Farmen ist, baust sein Bett ab, platzierst das wieder hin. Wenn der stirbt, kommt er nicht mehr zurück. Das ist genau eigentlich das Gleiche. Aber eine andere Möglichkeit halt. Seltsam. Warum? Naja, weil sie sich anders verhalten als die anderen Mobs. Sie können sich nicht wirklich drehen, selbst wenn wir das Dinnerbone-Namensschild verwenden. Und wenn wir sie töten, fallen sie nicht um und sterben, sondern verschwinden und hinterlassen eine kleine Wolke. Nummer 16. Wenn wir Wasser auf die brennenden Kerzen gießen, werden sie durch das Wasser gelöscht, bleiben aber auf dem Boden liegen. Bei Kuchen ist das ein wenig anders. Wenn wir die Kerzen auf den Kuchen stellen, fließt das Wasser um den Block, in dem sich der Kuchen befindet. Ja, Und ist die klar. Kerzen brennen tatsächlich weiter. Nummer 7. Das ist ja wie eine Slap, also in der Art, das. Aber auf Slaps kannst du nicht stellen. Ja, aber trotzdem. Oh, Axolotls sehen zwar niedlich aus, aber sie sind schlauer und raffinierter, als wir denken. Wenn sie angegriffen werden, können sie sich totstellen, indem sie sich zur Seite lehnen und einfach aufhören zu schwimmen. Dabei Wusste entstehen ich nicht. kleine Partikel. In der Zeit, in Geil. der sie sich totstellen, regenerieren und heilen sie sich sogar und schwimmen dann einfach davon. Das Verhalten der Axolotls ist keine Erfindung von Minecraft, sondern entspricht genau dem, was die Axolotls in unserer Welt auch tun. Sie stellen sich nämlich auch tot, wenn sie sich bedroht fühlen. Nummer 18. Ziegen gibt es seit der Ja, lernt man 1.17, sogar aber noch was dabei. irgendetwas ist seltsam an ihnen. Hast du sie... Ich liebe diese Viecher. Das ist das Schönste, was in Minecraft gemacht worden ist. Diese Ziegen. Erstens diese schreiende Ziege. Legendär. Und wenn du dagegen hast, diese Hörner. Auf der ganzen Minecraft-Map rumlaufen und einfach in das Horn blasen. Und einfach alle abzufangen. Es ist so grenzgenial. Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie.
Die dir schon mal genauer angesehen? Nein? Dann lasst uns das jetzt mal lieber tun. Siehst du die Beine? Die sind nicht wirklich mit dem Oberkörper des Tieres verbunden. Zumindest sieht das so aus. Jedes Mal, wenn sich die Ziege bewegt, bewegen sich auch die Beine, die irgendwie mit großem Abstand am Tier befestigt sind und aussehen, als würden sie gleich abfallen. Ja, die bieten halt. Mit Fäden, mit Fäden. Aus? Nummer 19. Dieser Gegenstand ist das Herz des Meeres. Aber der Name stimmt überhaupt nicht und ich werde es dir beweisen. Wenn wir es zusammen mit den Nautilus-Muscheln in die Wertbank legen, können wir einen Akquisator daraus machen, den man, wenn man einen solchen Rahmen aus Prismarinstein baut, in die Mitte stellt, um die volle Wirkung des Akquisators zu erhalten. Sobald die Vorrichtung fertig ist, öffnet es sich und enthüllt nicht das Herz des Meeres, sondern das Auge des Meeres. Der Name Herz des Meeres ist also dementsprechend falsch. Nummer 20. Okay. Während des Vollmonds passieren einige wirklich... Können wir akzeptieren, okay. Unnatürliche Dinge, die im Spiel sonst nie vorkommen. Zu dieser Zeit können Spinnen spawnen, die bis auf ihre furchterregenden, rotleuchtenden Augen unsichtbar sind. Oh Gott, sehen die nicht gruselig aus? Autsch, autsch. Okay, höre ich jetzt, das erste Mal. Passieren, denn dann sind sie schwer zu sehen und daher noch unheimlicher als normale Spinnen. Nummer 21. Wusstet ihr, dass wirklich es möglich ist, von hunderten von Blöcken runterzuspringen und den Sturz dabei zu überleben? Ganz ohne Wassereimer oder sonstiges? Nein? Dann zeige ich es euch. Ah, wenn wir runterspringen und kurz vor der Landung die Vorwärtssprung- und Sneak-Taste gedrückt halten, überleben wir, tatsächlich den Sturz. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn man muss ein extrem gutes Teil... Vorwärtssprung und Sneak-Taste? Vorwärtssprung und... Alter. Wieder mal was Neues zum Testen. Eng haben und es funktioniert nicht in allen Versionen. Nummer okay. 22. Es gibt einen Weg, wie wir viel... funktioniert nicht in allen Versionen. Instant tot, das weiß ich jetzt so schon. Schneller sneaken können, und zwar ohne die Huschen oder die Verzauberung Swift Sneaking. Alles, was wir tun müssen, ist erst zu sprinten und dann zu sneaken. Dann sneaken wir nämlich viel schneller, als wenn man normal geht und erst dann sneakt. Aber man sneakt noch viel schneller, wenn man sprintet, springt und währenddessen sneakt. So braucht man dann die Verzauberung auch nicht, das ist immer schneller so viel sneaken zu können. Und jetzt sneaken wir zu Nummer 23. Schweine können nicht fliegen, oder? Testen wir es doch einfach mal. Nein, können sie nicht. Aber Scheiße. Mit einem ganz bestimmten Trick klappt es doch. Wenn man die Schweine anleint und aus großer Höhe mit Elytren heruntergleitet, bleiben die Schweine an der Leine, auch wenn man in der Luft fliegt. Ist das nicht ein lustiger Anblick? Ein neues Transportmittel, würde ich sagen. Das Coole da... Bitte nicht im Real Life nachmachen, gell? Man ist, dass du die Schweine sogar satteln kannst und deine Freunde so auch auf den Schweinen mitfliegen können. Ich würde sagen, da haben wir nochmal Schwein gehabt. Alter. Nummer 24. Vielleicht wisst ihr es schon, aber Kakteen können euch nicht nur mit ihren Stacheln schaden, sondern auch Gegenstände verschwinden lassen. Wenn wir nämlich Gegenstände, Blöcke, Rüstungen oder andere Dinge gegen die Außenseite der Kakteen werfen, werden sie zerstört und verschwinden. Das gilt übrigens nicht nur für Kakteen, sondern auch für Ambosse. In einigen Versionen sind sie sogar in der Lage, Gegenstände zu zerstören, die sich unter ihnen befinden. Nummer 25. Nach einer erfolgreichen Hoglin-Jagd haben Piglins eine 10%ige Chance zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Sie bewegen sich ziemlich lustig, wie du hier sehen kannst. Wie geil ist denn das? Kommt das wahrscheinlich auch auf Version bezogen an, oder ist das wieder so ein... Wir hören einmal weiter rein, aber das ist ja saugeil. Alter, wenn die tanzen... Alter. Diesen Tanz schon einmal gesehen? Ich nämlich nicht. Nummer 26. Wenn wir ein Namensschild in Toast umbenennen und damit auf ein Kaninchen klicken, ändert sich dessen Fellfarbe und Muster. Toast ist ein Kaninchen, das von einem Spieler stammt, der in einem Reddit-Post darum bat, dass ein verstorbenes Kaninchen in Minecraft verewigt werden sollte. Oh, das ist süß. Ziemlich herzerwärmend, dass die Entwickler sein Kaninchen ins Spiel gebracht haben. Das ist lieb. Nummer 27. Jetzt wird es wieder seltsam. Denn aus irgendeinem Grund kann Wasser in einem Leuchtfeuer in Bedrock platziert werden. Es fließt heraus. Raus, aber die Wasserquelle bleibt im Block des Beacon. Warum funktioniert das? Nummer 28. Was Keine ist Ahnung. Der größte Feind des Enderdrachen? OP-Rüstungen? Nein, es sind Eisengitter. Die können nämlich vom Enderdrachen nicht zerstört werden, egal wie sehr er es versucht. Es ist also möglich, einen Käfig aus Eisengittern am Endbrunnen zu bauen und den Enderdrachen darin gefangen zu halten. Die Frage ist, Nein. Warum man das tun sollte. Nummer 9. Aber wie geil werden das? Der könnte nicht mehr wegfliegen. Aber wie müsste...
Alter, geil. 20, geil, 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 geil. Zombie-Dorfbewohnern wir lernen. Dazu führen, dass sie uns günstigere Handelsangebote machen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie wir diese günstigen Angebote fast umsonst bekommen können. Benutzt die Zombies, um bestimmte Dorfbewohner zu infizieren, die bereits gute Angebote haben. Auf diese Weise erhältst du noch bessere Angebote von ihnen, sobald wir sie wieder geheilt haben. Nummer 30. Durch Werfen können dem Dorfbewohner verschiedene Dinge gegeben werden, die er dann in seinem Inventar aufbewahrt. Das funktioniert aber nicht nur mit Nahrung, sondern auch mit einer Dia-Rüstung. Sobald wir den Hebel umlegen und er die Rüstung trägt, man sie aber von außen nicht sehen kann, wird es viel schwieriger, ihn zu töten. In 1.19.4 war es tatsächlich möglich, einen geschnitzten Halloween-Kürbis auf den Dorfbewohner zu legen, der dann sogar sichtbar war. Nummer 31. Kennt ihr schon die Dorfbewohner, die im Wasser leben? Na, dann zeige ich sie euch. Bau zuerst ein Glashaus im Wasser, entferne das Wasser mit Schwämmen und lege ein Bett hinein. Zu guter Letzt lockst du einen Dorfbewohner in das Glashaus, füllst es wieder mit Wasser und schon haben wir einen ganz besonderen Meeresbewohner. Nummer 32. Du bist am Ende ich und fühlst dich sicher. Ich habe mir gedacht auf jeden Fall, dass der sterben wird. Dann hilft dir auch keine Rüstung, denn sobald wir einem Enderman in die Augen schauen, greifen sie uns an. Die Lösung? Geschnitzte Kürbisse. Die schützen uns nämlich vor den Mobs. Wir brauchen nur einen in den Slot des Helmes zu ziehen und der Enderman kann uns nicht mehr sehen. Aber das haben wir können es, wenn wir die Perspektive ändern. Nummer 33. Seit der 1.20 gibt es Kannenpflanzen, die mit Fäden in ihrem Wachstumszustand gehalten und mit einem Debug-Stick modifiziert werden können, um diese seltsam aussehenden Pflanzen zu erzeugen. Nummer 34. Anstatt Terrakotta in den Tafelbergen abzubauen, gibt es einen einfacheren Weg. Alles, was wir brauchen, ist eine unendliche Wasserquelle, Erde und eine Wasserflasche, um die Erde in Schlamm zu verwandeln. Ja. Der Schlamm kann nun über den Tropfstein platziert werden, die sich nach kurzer Zeit in Tonblöcke verwandeln, die wir zu normalen Tonblöcken zusammencraften und in den Ofen legen können, um schließlich Terrakotta zu erhalten. Okay, man kann es natürlich auch umständlich machen, sage ich jetzt da. Aber das wusste ich auf jeden Fall noch nicht. Da gehe ich lieber farmen, schnell in ein Meer oder in einen See und habe auf jeden Fall mehr davon, glaube ich. Nummer 35. Hast du dich jemals gefragt, wie die Ruinen im Wasser beleuchtet werden? Es gibt einige Versionen, bei denen keine Seelaternen verwendet werden und es überhaupt keine Lichtquelle gibt. Sie werden aber trotzdem mit einem unsichtbaren Licht beleuchtet, auf das wir zugreifen können, wenn wir den Operator-Hilfsmittel-Tab aktivieren. Hier haben wir Zugang zu den Gegenständen, die nur mit Befehlen verfügbar sind. Neben den Befehlsblöcken und dem Debug-Stick gibt es noch diese seltsam aussehenden Gegenstände hier. Sie können verwendet werden, um etwas zu beleuchten, ohne dass ein Block sichtbar ist. Cool. Wusstest du? Das ist mega leibend, wenn du jetzt keine Beleuchtung hast, aber du hast trotzdem das Lichtlevel drauf. So leibend. Dass es diese Blöcke gibt? Nummer 36. Ist dir der Eisenhelm schon mal seltsam vorgekommen? Er hat nämlich etwas an sich, das überhaupt keinen Sinn ergibt und das du schon seit Jahren übersehen hast. Was stimmt hier nicht? Der Helm im Inventar? Was stimmt hier nicht? Wir schauen einmal genauer. Ja, du hättest den Kreisel da. Eigentlich. Und da hast du so ein Viereckerl. Aber ich glaube, das ist Skin-Anpassung. Schauen wir mal weiter. Und der, den wir tragen, sehen doch anders aus. Man kann nämlich den Gesichtsschutz nur sehen, wenn man den Helm trägt. Das ist übrigens auch bei allen anderen Helmen der Fall. Die Frage ist nun, warum Minecraft das immer noch nicht geändert hat. Das ist der Nasenschutz. Das ist der Nasenschutz. Das ist der Nasenschutz, würde ich sagen. Meine Lieben, war auf jeden Fall ein Baba-Video. Lasst den auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Meine Lieben, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen wollt, auf jeden Fall mich auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren und Like da lassen. Über ein geiles Kommentar würde ich mich freuen. Ich hoffe, ihr habt was Geiles, ihr habt was Leibendes gelernt darüber wieder. Minecraft-Fakten, ich glaube, das wird unsere neue Spezialität, auf das zum Reagieren. Richtig, richtig geil. In diesem Sinne, hat mich richtig gefreut. Lasst mal einen Kommentar da. Küsschen aufs Nüsschen. Und schaut gern bei Twitch vorbei. Da sind wir jeden Tag um 20.15 Uhr live. Würde mich freuen. Und jetzt da, grüß euch. Und bis zum nächsten Video oder im Stream. Baba.